So, okay. Also, ich habe hier Pakete. Aber wie ich das jetzt mache, weiß ich auch noch nicht. Weil wenn ich das jetzt so runter mache, doch, dann sieht man das. Dann sieht man mich nicht mehr. Na gut, also, ich fange mal mit dem Kleinen an. Du, 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 du. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich das aufkriege, ohne zu verbluten. Aber das geht. Ach, guckt mal, das. Ja gut, ihr seht es nicht, aber ihr braucht es auch nicht sehen. Weil da steht meine Adresse drauf, die gibt's nicht. So. Wird Zeit, dass du mal wieder Horror zockst, Junge. Dich muss man auch nicht sehen. Kleines Paket, Zelda, große Switch. Ja, wir sind immer zweideutig. Also, wir wollen jetzt was auspacken. Und zwar Pakete. So, mal sehen, was wir mir geschickt haben. Ich zeig's dann einfach immer nach oben, weil ich nicht will, dass ihr so Adresse und so seht. Deswegen, und wie ich hier rumhampel, das müsst ihr nicht sehen. Muck ist ganz schön laut, hä? Obwohl es geht. So, und währenddessen lese ich immer ein bisschen den Twitch-Chat. Ja, Hashtag zweideutig. So, was haben wir hier? Ach, das ist weder Zelda noch, boah, so dreckig, ey. Noch die Switch, das ist was ganz anderes. Und zwar ist das der Controller. Das ist der, sieht man's? Ja, es spiegelt immer ein bisschen. Kann ich nicht verhindern, sorry. Das ist der Nintendo Switch Pro Controller. Und den haben sie mir einzeln geschickt. Okay. Den lege ich beiseite, den packt man dann nachher aus. Ich hole erstmal alles so raus und dann packen wir es richtig aus. So, jetzt der Große. So, der Große. Da brauche ich mal die Schere. Controller und jetzt weiter. Habt ihr alle Zeitdruck oder was? Oh, so schöne Musik hat man ja damals im Osten nicht, ne? Schnippel, Schnappel. So, ich muss echt aufpassen, dass ihr das nicht seht. So. Kann sich nur um Stunden handeln. So ist es natürlich total umständlich, als wenn man es privat aufmacht. Aber geht schon irgendwie. Ah, habt ihr schon Mewtwo? Ja, ab heute gibt es auch Megasteine. Könnt ihr euch auch runterladen. Richtig, richtig. So, okay. Dann zeigen wir. Ein Riesending, ey. Dann gucken wir mal, was sie mir alles hier rein haben. So, Schere weg, sonst schneidet sich nur wieder wer. Okay, erstmal Luft. Luft kann man immer gebrauchen. Luft ist immer gut. Luft ist immer gut. So, was haben wir hier? Eine Amiibo. Die ist aber schön. Yay. Eine Zelda Breath of the Wild Amiibo vom guten Link. Mit, ja, das rote ist die Cam, sorry. Ach, es spiegelt, es spiegelt. Mit Pfeil und Bogen. Ah, so sieht man's. Ah, es ist immer ein bisschen blöd. Sobald Licht ist, ist scheiße. Ja, cool. Amiibo. Amiibo sind immer gut. Leg ich mal weg. Bum, bum. Bum, bum, Bowser. Genau. So, was gab's noch? Noch eine Amiibo. Vom Pferdeflüsterer. Auch gut aus. Ein Link auf einem Pferd. Ich habe nicht alle Amiibos. Zwei fehlen. Ich glaube, ich habe drei von fünf bestellt. Joa. Auch nicht schlecht, legt man auch mal beiseite. So, hier ist noch ein bisschen Luft. Okay, und wow, die ist groß. Wow. Das ist die größte Amiibo, die ich bis jetzt habe. Ich habe nämlich den großen Wolljoschi nicht. Aber halt's Maul, ey. Das ist ein. Ich glaube, das soll ein Wächter sein. Den will man gar nicht auspacken. Leute, der war auch 5 € teurer, muss ich dazu sagen, aber. Der ist groß. Hier, guckt mal meine Hand an.
ne, Hand. Und dazu der. Der ist schon in Ordnung, oder? Es spiegelt halt immer, das kann ich nicht ändern. Die scheiß Sonne. Wenn ich das den Vorhang machen würde, da würde da wieder nichts sehen. Ach, so geht's, ja, so geht's. Ja, nice. Geil. Das hat sich ja gelohnt. So, hab ich gerade einen Knall gehört. Okay, und sie haben dran gedacht, ich habe das Spiel bekommen, The Legend of Zelda Breath of the Wild, für die Nintendo Switch, ist aber verdammt klein. Hier, erinnert mich an, an PSP-Spiele, PlayStation Portable war das, genau, die waren auch so klein. Na, nice, nice. Dieser Spiegel, ne, dieses... Diese Lichtspiegelung ist total assi. Aber man sieht's, man sieht's. Gut. Fertig, gehen wir. Ne, jetzt habe ich hier noch was. So. Dann will ich nochmal gucken. Dann ist hier nur noch Luft drin. Nix weiter. Gut, dann tue ich mal kurz den Karton weg. So, und dann haben wir hier der Gerät. Der Gerät. Nintendo Switch, Leute. Es ist da. Okay, das ist es. Die Nintendo Switch. Ich habe sie in Grau bestellt. Ja, wunderhübsch. Ich kann es auch so rum zeigen. Und ja, ist auch jetzt nicht so groß, hä? Nö, ist in Ordnung, würde ich sagen. Coole Sache. Gut, das war alles, was im Karton ist. Jetzt muss ich das nur noch... der Gerät. Oh, da ist sie. Jetzt muss ich das nur noch auspacken. Am besten so, dass keiner stirbt. Ach, auspacken. So, ich probiere mein Bestes. Schlagt mich nicht, wenn es nicht funktioniert. So, was haben sie mir da alles... Oh, das geht aber schön auf. Vorsichtig. Wir wollen es ja nicht kaputt machen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange man auf sowas Garantie hat. Ah, jetzt geht der große Müllberg los, ey. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Ladekabel, würde ich mal behaupten. Pack mal aus, alles raus. Wow, Feenmucke. Das ist cool. Ach, wo ist denn die Schere? Ach, wohl, nee, ich mach das ohne Schere. So, ihr könnt ruhig schreiben, ich lese das. Was ist heute? Heute bin ich 2 Jahre Streamer, Leute. Heute bin ich 2 Jahre Streamer. Also hier, Ladekabel. Wunderhübsch. Brauchen wir bestimmt nachher noch. So, was noch? Was noch, was noch? So, ein weiteres Kabel. Was ist das jetzt wieder? Ach, das HDMI-Kabel. Oh. Wobei, das brauche ich, glaube ich, gar nicht auspacken in meinem Fall. Ich habe hier noch eins. Ich leg's erstmal mit beiseite. So. Was haben wir noch? Ach, so viele Packungen. Überall alles voll. Der ganze Tisch voll. Okay. So, was ist das? Das ist irgendwas Eingepacktes. Oh Gott, ich brauche da erstmal eine Stunde, um aufzuräumen. Das ist der Gerät, Leute. Das ist der Gerät. USB-Anschlüsse gibt es hier. Okay. Wie das jetzt alles funktioniert, weiß ich natürlich auch nicht. So, ich zeig's euch mal. Naja, gut, man sieht da halt nichts groß. Hier. Sieht man das? Nee, das sieht man nicht. Doch jetzt, wenn ich so halte, sieht man's. Das Licht. Okay, das stelle ich mal hier hin. 10.000 Packungen, ey. Okay, was haben wir hier noch? Ah, das Teil. So. Das ist eine Schlaufe. Wahrscheinlich, wenn man hier wie auf der Wii damals sich boxen will oder so, dass die Joy-Cons nicht wegfliegen. Oh, die Schlaufe kommt von alleine raus. Auch nicht schlecht. Ja, sieht so aus. Okay. Was haben wir noch?
Da viel ist es nicht mehr. Ah! Hier, mein Bildschirm. Ich werde zwar den Fernseher capturen und nichts wirklich darüber machen, denke ich mal. Außer auf dem Klo höchstens. Aber ja, da ist er. Da ist er. So, da haben wir einen Anschluss. Micro SD ist das, oder? Powerknopf. Ja, da kommt auch das Spiel irgendwo rein. Ah, da unten kommt das Spiel rein. Hier. Das erkennt man wieder nicht, ne? Es ist zu dunkel dafür. So, dann lege ich das mal mit hier hin. So, was noch? Ach ja, und jetzt haben wir noch unsere grauen Freunde. Einer rechts, einer links packe ich auch mal aus. Gut, wow. Das ist cool. Hier. Man erkennt es einfach nicht. Es ist zu dunkel. Doch, man sieht's. Ja, doch, man sieht die Tasten. Okay. So, legen wir da hin. Lass uns runterfallen. Nein, wir hauen nichts runter. Sieht aus wie dein Handy. Mein Handy. So, und hier ist der andere. Ja, nice. Fetzt. Kann man mal machen, ne? So, jetzt hab ich hier alles. Jetzt hab ich hier alles. Gott, das ganze Bett voll. So, ich leg das alles mal dahin. Das ist alles Müll. Moment ist fast alles. Das mache ich nach dem Stream alles in Ruhe wieder sauber. Aber es muss ja erstmal vom Tisch. So, ja, wie macht man das jetzt? Wie tut man das jetzt zusammenstöpseln? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte, wenn ich schlau wäre, jetzt die Gebrauchsanleitung lesen. Die Frage ist, will ich das? Will ich das? Katze. Was? Katze? Wohin? Keine gesehen. Ach so, Happy von Fairy Tail. Jo. Jo. So, das brauche ich jetzt nicht. Aber warum haben die mir hier nur einen reingemacht? Brauche ich dafür nicht zwei? Wo ist denn der zweite? Keine Ahnung. So, ich kann das jetzt hier dran machen. Irgendwie, keine Ahnung. Wieso nicht? Geht denn das? Mimimi. Das ist Plus. Also ich will das doch gar nicht da dran machen, oder? Beide zusammen. Er hat schon was verloren. Hab ich schon was verloren? Ich guck nochmal, ey. So viel Müll. Ah, wartet mal. Ja, da ist die zweite. Die habe ich nicht gesehen. Okay. Das ist wunderhübsch. Okay, dann habe ich alle. Aber die brauche ich ja jetzt gar nicht, weil ich nicht solche Spiele spiele. Das heißt, die zwei tue ich zusammen in eine Packung. Falls ich sie irgendwann mal brauche, habe ich sie wieder. Serpy Boy, moin. Mula hat Lego bestellt. Jo, ist so. So, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich habe nur eingepackt, ja.
Gut, das tue ich mal hier rein. So, aber was ich jetzt genau machen muss mit dem Teil, weiß ich noch nicht. Am besten ist, ich mach mal Licht an. Es ist nämlich übelst dunkel hier. So, dann erkennt man vielleicht auch mal was. Die Krücke, ey. Gut. Nintendo Switch. Ach du Scheiße. Nee, da steht nichts, was mir weiterhilft. Shit! Wie wär's mit Giveaway? Mulay hat keinen Plan. Noch nicht, nein. Aber das kommt noch. Also, ich sehe, hier kommt das Spiel rein. Ne? So, aber was jetzt? Braucht das Ding nicht aus Strom irgendwie? So, da kommt das Spiel rein. Da ist ein Micro-SD-Schlitz, aber warum? Da geht's an. Da geht's laut, da geht's leise. Das ist interessant. Gamecard. Und was ist das da unten? Ach so, das ist eine SD-Card. Aha. Das macht ja sogar Sinn. So, wenn ich das jetzt hier rein tun will, geht das? Tatsächlich, das geht. Wenn ich das jetzt hier rein tun will, geht das auch. Sogar ziemlich easy. Und jetzt sieht das so aus. Cool, ne? Aber so will ich ja nicht zocken. Ich will ja mit Fernsehen zocken. Was mache ich da jetzt? Muss ich das jetzt hier irgendwie draufstecken? Ne. Reinstecken? Ich weiß es nicht. So, was machst du gerade? Ich guck, wie man das Ding benutzt. Braucht das Ding nicht Strom? Mulay 2017. Puh. Ich kaufe mir eine Wii. Ja, ist irgendwie einfacher mit Wii, ne? Wie kann ich denn die Teile jetzt wieder lösen? Das ist so eine gute Frage, auf die ich noch keine Antwort weiß. Ah, hier hinten ist so ein... Ah, so krieg ich's wieder los. Okay. Ja, man muss sich das ja erstmal zu Gemüte führen. So, jetzt habe ich das wieder so. Ich bin für Team Gebrauchsanweisung. Wo ist denn die? Keine Ahnung. Die Docking Station hinten aufklappen und Kabel reinstecken. Ah, hier. Man kann das aufklappen. Aha. Gut, Nintendo-Fan kennt sich aus. Das ist schon mal gut. Was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier drei Anschlüsse. Okay. So, wo ist denn das Ladegerät? Da. Ich kann ja schon mal so schlau sein und das Ladekabel in die Steckdose stecken. Weil das muss man 100 pro machen, da bin ich mir ganz sicher. Da wird kein Weg dran. Wow, ist der lang. Gut. Also, reinstecken. So, den haben wir schon mal eingelocht. So lang ist er gar nicht, wie ich dachte. Oh, passt perfekt um meine PS4 gewickelt. Du. Die hast du weggemacht. Nee, das ist nicht. Das ist irgendwie nur nicht Essenanleitung so hier. Oder? Ah nee. Da sieht man tatsächlich was. So, ich will mit Fernseh zocken. Das heißt, ich steck das irgendwie an mit HDMI an. Ich soll's ja HDMI an den Fernseher. Das will ich aber nicht. Ich will's an die Capture Card anschließen, sonst kann ich's nicht streamen.
Also, wo ist meine Capture Card Steckdung Gedöns? Du. So, Schritt 1, schließen Sie. Ja, wenn's nicht auf Japanisch wäre, könnte ich so lesen, ne? Also, Schritt 1, schließen Sie den Strom an. Da geht's schon los. Wo ist denn der Kabel? Da. Okay. Mulay redet heute sehr doppeldeutig. Immer, immer. Dafür sind wir doch bekannt. Fragt Sakati, wie er es geschafft hat. Als hätte ich's eilig, Leute. Als hätte ich's eilig. Tut noch so, als hätte man keine Zeit. Es ist Freitag. Ich hab Geburtstag, lasst mich. So, also, aufmachen. Welcher Stecker ist jetzt der richtige? Das finden wir gleich raus. Wenn das Kabel nicht zu kurz wäre. Okay, Strom hat's. Ich hab's geschafft, an den Strom zu schließen. Das war der erste Schritt. So, jetzt brauche ich den Capture Card Stecker. Kommen Sie her, Madame. Ah, der ist doch viel zu fett. Na gut. So, HDMI, USB. Ja, wir wollen HDMI, ne? Ist klar. So, wie rummen? So rum. Okay, der steckt auch. Jetzt habe ich hier noch einen USB-Eingang. Brauche ich den für irgendwas? Weiß nicht. So, jetzt klappe ich das erstmal wieder zu. Okay, Leute, jetzt seht das. Jetzt sieht das so aus. Das waren jetzt erstmal zwei Kabel. Okay, was jetzt? Jetzt habe ich hier das TV-Gerät. Also, wenn man quasi unterwegs zocken will. Und das muss jetzt irgendwie da rein, oder wie? Sieht so aus. Wie rum ist es denn richtig? Wahrscheinlich so rum. Oder auch nicht. Ah, jetzt lädt das Teil. Okay. So, Leute, jetzt sieht es. Muss das so sein? Weiß ich nicht. Aber jetzt hat es auf jeden Fall irgendwas gemacht. Aber es wackelt. Sieht es so aus. Aber es passt halt. Sieht man das? Wartet. So. Kein Plan. Es hält aber, es muss so sein. So, ich habe in 4 Monaten Geburtstag. 25.09. Okay. So, was jetzt, Leute? Was jetzt? Was mache ich denn jetzt damit? Das benutze ich jetzt als Controller oder was? Will ich ja aber nicht. Ich will ja meinen Pro-Controller benutzen. Ja, ich kann ja erstmal die Teile da dran klöppeln, wenn ich das hinkrieg. So. Die Mucke im Hintergrund, ey, fett. Aber. Ach, da ist Plus. Wo ist hier Plus? Ne, das ist Minus. Andersrum. Sag das doch! Die ganz blöden wieder gemacht, damit ich es auch hinkrieg. Du. Ja, der eine ging perfekt rein. Aber der andere nicht. Jetzt bin ich so weit. Okay. Und der andere muss dann aber. Thank you so much.
RIP. Und dabei habe ich sogar einen Sound auf dem Ohr. Was passiert, Leute? Mehr taut 1 Euro raus. 2 Jahre Mula-Hype und Switch-Hype. Dankeschön. Leute, eine Herzwelle für Mert. Der hält den Stream am Leben. Vielen Dank. Ah, jetzt kriege ich den linken auch rein. Okay. Oh, ist das Ding klein. Das erinnert mich ans N64. Voll der kleine Dude hier. Nice. Okay. Witzig. Und jetzt könnte ich theoretisch zocken, oder wie? Spendenhype. Ja, ihr seht das Spendenziel erst, wenn wir Switch anhaben. Aber egal. So, jetzt haben wir den hier so. Das ist wahrscheinlich, wenn ich wirklich am TV spielen will, soll ich das so machen. Wobei, ich könnte die Klappe auch rausnehmen und in die Hand nehmen. Halt, wartet. Man hat hier so Punkte. Die drückt man rein und dann kann man den Klappe wieder rausziehen. Ja. Nein, ich könnte auch so zocken, ne? Ich glaube, wenn man Mario Kart 8 spielt, kann man hier so einzeln irgendwie so. Aber das wollen wir ja nicht. Wir sind ja nicht von gestern, ne? Okay, also man gewöhnt sich da schnell dran. Wie man die... Ja, doch, das passt. Na, der linke ist irgendwie schwieriger als der rechte. So, jetzt hat's Klick gemacht und jetzt passt das. Ja, also, wir haben jetzt den. Nochmal. Dann habe ich hier das alles so reingetan zum, zum Laden quasi. Das ist voll klein, ne? Gut. Den könnte ich ja jetzt dann... Kann man den auch hinlegen? Ich weiß nicht. Ja doch. Aber nicht, dass es rausfällt irgendwann. So. Es wackelt halt etwas. Ich hau das irgendwann mal um. Ich kenne mich. Okay, dann packe ich jetzt den Pro-Controller mal aus. Dann gucken wir uns den nämlich nochmal an. Der Pro-Controller ist viel besser. Ja, aber wie lade ich den oder wie aktiviere ich den? Das muss ich noch rausfinden. Ja, wir werden auch mit Pro-Controller spielen. Umsonst habe ich mir den nicht gekauft. Hat 70 Euro gekostet, ey. So. Okay, hier ist ein Ladekabel dabei. Perfekt. Ja, wär auch schlimm, wenn nicht, ne? Die haben ja... Oh, wär das fies. Die haben bei der Switch jetzt auch ein Ladekabel für die Switch rein. Beim 3DS tun sie da keins rein. Stellt euch mal vor, die ganzen Suchtis haben sich die Switch gekauft. Aber alle kein Ladekabel. Okay. Wow. Wow. Gleich mal anlecken, dann ist es auch meins. Stimmt, ich muss die Switch noch anlecken. So, keiner gesehen. Also, nochmal zum Vergleich. Das habe ich jetzt zusammengebastelt. Und das ist der Pro-Controller. Was würdet ihr nehmen? Ich glaube, wir nehmen eindeutig hier den Pro-Controller. Sieht ein bisschen aus wie ein Xbox-Controller. Aber YOLO. So ist es halt. So, hier ist noch eine Schutzfolie drüber. Okay. Wie aktiviere ich das jetzt? Vor allem, wo schließe ich den an? Wo lade ich den? Keine Ahnung. Der muss 100 Pro erstmal laden, sowas ist immer leer am Anfang. Über USB laden, wie bei den anderen. Ich hatte nie einen Pro-Controller, das ist mein erster. Keiner. Jetzt weiß ich aber, was ich mit dem USB-Schacht mache. Okay. Dann schneide ich mal die Kabel auf. Da ist ja immer so Kabelbinder drum. Die Amiibos lasse ich erstmal eingepackt, ne? Das ist, die stelle ich erstmal irgendwo hin. Wie lange lädt so ein Pro-Controller? Weiß das einer? Schreibt's mir mal. Okay, das ist ziemlich easy.
Und jetzt muss ich den nur noch zum Laden bringen. Das bedeutet aber auch, da hinten kommt noch ein Kabel rein, ey. Fuck. Das wird enge, Mädels. Das wird enge. Das wird aber echt enge, ey. Fuck. Na gut, aber wir kriegen das hin. Nur nichts kaputt machen. Das wäre am ersten Tag irgendwie fail. Am zweiten ist okay, aber nicht am ersten. Oh, er steckt. Er steckt, Leute. Okay, ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Ich leg die Switch trotzdem hin, ey. Ich hab Angst, dass mir die umfällt. So. Ich glaube, man kann die auch easy hinlegen. Passt. Okay, Leute. Mir gefällt der Controller jetzt schon. Ich zeige ihn euch nochmal. So sieht er aus. Hat der einen Share-Button? Nee, ne? Nee, der hat halt hier sein... Ja, doch, das ist halt so ein typischer Controller. Gefällt mir aber. Liegt gut in der Hand. Gut, Leute, habe ich alles ausgepackt. Jetzt mache ich kurz Aufräumaktion und dann geht's weiter.